Ja, wie man von meinem Akzent schon hört, ich bin gebürtiger Tscheche und bis 1974 habe ich in Tschechoslowakei gelebt und da habe ich mich entschieden, dass ich in den Westen gehe, weil das war unmöglich, aus der Republik rauszugehen und ich wollte Welt sehen. Ich bin der Engelbert. Ich die Sabine, wir sind aus Österreich. Ja, wir wohnen sogar in den Bergen, und zwar in niederösterreichischen Voralpen. Und da sind wir auch klettern. Nur in Griechenland haben wir uns jetzt entschieden, dass wir im Frühjahr da herfahren, da weil das Wetter einfach beständiger ist. Das erste Mal auf Kreta war ich von 74, 75 im Januar. Kreta war ganz wild damals noch. Und da habe ich dann Felsenpotenzial erkannt. Und dann später in den 80er Jahren bin ich richtig mit zum Klettern gekommen. Und das zweite Mal mit meiner Freundin wollte ich den Kofinas besuchen. Und da habe ich den Gunnar Schuschnigg entdeckt. Das war Sympathie auf Anhieb und das hat überhaupt gegeben, dass hier ein Klettergebiet entstanden ist. Ja, erst habe ich so rumgelaufen auf den Kofinas natürlich. Das war für mich anziehend, was das große Wände von Siden sind. Gesamt sind da fünf oder sechs Sachen, was haben wir gemacht. Mit dem Gunnar auch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist genug auch kleine Felsen, was ein Potenzial ist, praktisch zu dem Sportklettern-Gebiet zu machen, was heute modern ist. Ja, und Klettern, also ich habe das entdeckt als Abenteuer, noch in Tschechoslowakei. Das war für mich kein Sport, das war wirklich Abenteuer. Ich habe angefangen mit Sandsteinkletterei und dann in Gebirge neue Sachen, Erstbegehungen in Hohe Tatra. Und naja, das Klettern ist für mich erst einmal die Ruhe. Deswegen mag ich auch Capitaniana, weil es das abgeschieden ist von der Welt. Man sucht sich eine Linie. Probiert, ob das gut ist und so. Das ist für mich eine Art wie Meditation, wie man da klettert. Und es entsteht was, was auch dem anderen nachher Spaß macht. Ich mache das nicht nur für mich, das ist für die anderen, dass die auch Spaß haben.
Das Glück gehabt mit dem Sicherungsding, der ist wirklich auf der Kante zu dem großen Wasserfall liegen geblieben. Nadel. Nadel. Für mein Jodel. Juhu! Ja, das war für mich eine große Ehre, mit dem Altmeister von dem Gebiet da eine Tour zu machen. Und die Tour ist wunderbar. Also der Fels ist sehr rau und sehr schön und optimal. Wir waren schon am Meer unten, ein wunderbarer Sektor. Und auch hier oben gibt es ein paar schöne Sektoren. Also wir haben es schon quer durch und hat was, ja. Ist okay. Und dank vom Spinneck gibt es nämlich auch für Kletterer, die halt nicht so gut sind, auch leichtere Touren oder Touren im niedrigeren Grad. Das ist halt für mich auch optimal, weil ich nicht so toll Kletterin bin. Es ist für jeden was dabei. Also ob leicht, ob schwer. Wir sind bei der Luisa und beim Gunnar. Und die haben da eine Pension und das ist wirklich sehr nett. Wir haben das im Internet entdeckt und die Bilder haben uns gleich angesprochen und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir bei der Luisa und beim Gunnar unterkommen. Wir sind schon das zweite Mal jetzt auf Kreta. Der Gunnar ist ein super Koch und ja, der Rest ist die Landschaft.